Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu The Tribe Must Survive, einem düsteren Survival-Strategiespiel aus dem Hause Starbreeze. Und das Ganze ist auch eine Kooperation mit meinen guten Freunden bei Starbreeze, herzlichen Dank dafür. Und wir checken dieses Spiel heute gemeinsam aus und ich freue mich sehr drauf, weil ich habe das schon mal einfach ohne euch alleine gespielt, wie man halt so ist als professioneller Videospieljournalist. Guckt man sich mal an, was man so macht und mir hat das gut gefallen, es ist sehr, sehr knackig. Ich kann hier auf Fortsetzen drücken oder auf Stamm aufgeben und ich werde jetzt mal meinen Stamm aufgeben, damit wir gemeinsam neu anfangen können. Und ihr werdet, glaube ich, relativ schnell, oh, mein Fortschritt geht verloren, egal. Ihr werdet, glaube ich, relativ schnell verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr Aufbauspiele, knackige Aufbauspiele liebt, dann seid ihr hier genau richtig. So, hören wir mal in die Geschichte rein. It was about to get us. Everything happened so fast. Many were taken before we could sound the horn. The fire was our only hope. We had stocked up wood and food and everything else, but we had not prepared against the shadows within. When tension turned to carnage, we fled into the night. Aimless we ran, for days, through a blur of darkness and fog, death all around us. When suddenly, the fog lifted, and the light came back. At least for now. Those shadows will return. Prepare. We have to survive. Sehr schön. Geht noch weiter. So, das ist meine Aufforderung, jetzt tätig zu werden. Es gibt jetzt hier so drei Aspekte, aus denen ich wählen kann. Das eine ist, wie Morton zum Licht, der Stamm beginnt mit wie Morton zum Licht. Stammeswachstum pro Feuerradiuswert über 1, gleich, also plus 0,40. Das wird sich gleich erklären, denn es gibt in der Mitte des Dorfzentrums so ein großes Lagerfeuer. Und das spendet nicht nur Wärme, sondern in erster Linie Licht. Und die Dunkelheit kommt dann mit der Nacht zusammen und fügt unserem Stamm große Angst zu. Die Dorfbewohner, die kauern dann wirklich ganz, ganz verängstigt nur in der Dunkelheit und wir müssen das verhindern. Dann haben wir spirituelles Volk. Du erhältst zufällig einen grundlegenden spirituellen Aspekt. Es gibt, wie gesagt, diese drei spirituellen Aspekte und je nachdem, wie man spielt, kann man sich für einen dieser Wege entscheiden. Wenn ich jetzt sage, ich bekomme einen zufälligen spirituellen Aspekt, ist mein Pfad dadurch schon ein bisschen vorgegeben. Muss aber nicht schlimm sein. Und die Perspektive der Furcht, der Stamm beginnt mit Perspektive der Furcht. Panik setzt den Grundwert der Stabilität auf 0 zurück. Panik setzt den Grundwert der Toleranz auf 0 zurück. Ja, also ich mache jetzt einfach mal das hier mit spirituelles Volk. Dann haben wir schon mal einen Aspekt. So, also ich mache mal Pause. Ihr seht hier schon, das ist unser Stamm. Es ist Steinzeit, ne? Habe ich euch ja gesagt. Das ist hier unser Feuer in der Mitte und wenn die Nacht hereinbricht mit all ihren Schrecken, dann sind die halt einfach komplett verängstigt und das wollen wir nicht. So, als allererstes werden wir einen Vorratsplatz Platz errichten. Das ist also klassisch so ein bisschen Aufbau. Es gibt dann auch eine Reihenfolge, man muss Ressourcen machen, abbauen. Und lass uns direkt mal gucken, dass wir dann diesen Vorratsplatz irgendwo hinsetzen, wo wir dann auch hier Holz abbauen können und eventuell auch Stein. Lasst uns mal eben gucken. Es ist jetzt hier leider sehr dunkel. Das ist natürlich gewollt. Aber ich schaue gerade, warte mal, wenn ich mal auf Steingrube gehe. Genau, hier ist die Steingrube. Dann ergibt es schon irgendwo Sinn, wenn wir vielleicht hier in der Nähe auch das Vorratslager machen. Hier ist auch ein bisschen Wald versteckt. Seht ihr nicht so gut. Das heißt, hier können wir dann später die Steine setzen und dann werden wir hier das Vorratslager jetzt einfach hinsetzen. Da. Dann haben wir hier ein bisschen Holz und da ein bisschen Stein. Dann sind die Wege nicht ganz so weit. Bäm, kommt hier rein. Es muss nicht gebaut werden, es ist halt instant fertig. So, das haben wir. Und jetzt brauchen wir diese Holzfällerhütten. Die sind sehr, sehr wichtig, weil Holz im Prinzip die absolute obere Main-Ressource ist. Denn wir werden mit Holz ja nicht nur Gebäude errichten, sondern das Holz hält die Flammen am Leben. Das ist die Nahrung für die Flammen. Und wenn das Holz die das Feuer nicht mehr nähren kann und dieses verhungert, dann wird der Stamm ja, in Angst und Schrecken untergehen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also,
Wir bauen mal hier einen Holzfäller hin und hier bauen wir einen Holzfäller hin. Und wir könnten auch hier unten einen bauen, der hat natürlich dann einen etwas weiteren Weg zum Vorratslager. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, dann haben die so unterschiedliche Holzgebiete, die sie dann abbauen können. So, haben wir schon drei Holzhütten errichtet. Das Tutorial hier läuft noch nebenbei ein bisschen weiter. Und als nächstes bauen wir ein Nahrungslager. Da gehen die dann immer hin, sobald sie Hunger haben. Das heißt, das sollte irgendwo hier sein, wo sie auch relativ schnell hinkommen. Und wir werden dann im Verlauf des Spiels auch die Möglichkeit haben, so eine Farm zu errichten, wo wir uns Nahrungsmittel dann über ein Feld generieren können. Und es gibt auch eine Jagdhütte, deswegen suchen wir uns mal einen schönen Platz aus. Erstmal einen, wo die Leute gut hinkommen können. Können wir eigentlich direkt hier machen. Und dann werden wir hier vielleicht die Jagdhütte und dann die Farm später bauen können. So, haben wir auch gemacht. Und da kommt schon die nächste Anfrage, die Jagdhütte. Zack. Wir sind übrigens immer noch auf Pause, ne? So, die Jagdhütte kommt dann, würde ich sagen, direkt hier neben das. Achso, wir haben gar nicht genug Ressourcen. Die kostet jetzt schon zu viel Geld. Was wollen wir die denn haben? 10 Holz, wir haben nur noch 9. Und das ist... Ah, was? Abbrechen, nicht beenden. Wir lassen das Spiel jetzt mal anlaufen. Ich habe die ganze Zeit im Pausemodus ja schon mal alles errichtet. Aber das ist ganz gut, weil so hat das Feuer eben das Holz nicht gefressen und wir haben jetzt ein bisschen Zeit. So, es ist jetzt Nacht. Die Leute schwärmen aus. Wir sehen sie in der Dunkelheit nur anhand ihrer leuchtenden Augen. Aber sie schreiten zur Tat und holen jetzt hier langsam Holz oder die machen jetzt hier gar nichts. Der macht hier Holz, der macht da Holz. Und die Jagdhütte bauen wir, sobald wir können. Ihr seht jetzt, ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, war das ein bisschen voreilig von mir, dass ich jetzt dieses Nahrungslager gebaut habe. Ich hätte erstmal jetzt Pause machen sollen, weil gleich das Holz nicht mehr ausreicht. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Ah, da zum Glück, da kam die nächste Fuhre. Das war ganz schön knapp. Jetzt beginnt aber glücklicherweise der Tag und ihr seht, wie Dunkelheit so langsam sich davon macht. Sie schleicht sich und dann erkennen wir auch wieder ein bisschen mehr. Es gibt verschiedene Gebiete, es sind ja hier diese Hexagonfelder und die kann man dann auch erkunden und vielleicht sich dementsprechend auch ein bisschen ausbreiten. Und es geht natürlich darum, zu überleben, ne? So lange wie möglich diesen Stamm am Leben zu erhalten. Die Frage ist immer nur, wie lange geht das Ganze gut? Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen Erfahrung sammeln und sich vielleicht auch ein bisschen verbessern, um dann immer und immer wieder zu versuchen, dass das hier nicht in Angst, Schrecken, Panik und Bevölkerungsflucht endet. Die haben hier noch gar nichts zu tun, die sitzen einfach rum. Wir haben jetzt 24 Holz, ihr seht aber, das geht runter. Ich muss jetzt erstmal, denn es ist Tag, die Flammen löschen. Das kann man auch hier einstellen, dass die zu einem gewissen Zeitpunkt automatisch angeht, die Flamme, und zu einem anderen Zeitpunkt wieder ausgeht. Das müsste eigentlich, wenn ich das jetzt mache, auch passieren. Ich hoffe mal, das klappt. Feuerradius, kann ich das... Ach, guck mal, ich kann den Feuerradius erhöhen. Dementsprechend habe ich einen größeren Lichtkegel, nehme ich mal an. Aber er frisst halt auch mehr Holz. Und dadurch, dass Holz zu Beginn Mangelware ist, weil wir ja für alles, was wir bauen wollen, Holz brauchen wir, zum Beispiel auch für diese Jagdhütte, sollten wir da ein bisschen aufpassen. Ich habe mir überlegt, ich baue die doch nicht da. Das ist, warum sollte ich so weit weg? Ich baue die einfach. Obwohl, die gehen ja eh. Die, wo geht die denn jagen? Das ist halt immer die Frage. Man weiß es auch nicht genau, wo die hingeht. Ich baue den mal da jetzt. Das ist schon okay. So, die Jagdhütte ist errichtet. Kostet natürlich wertvolles Holz. Und als nächstes sollen wir Zelte bauen. Da, guck mal, das ist die Jägerin. Die stapft schon mutig los und holt sich hier so ein erstes kleines Bambi-Viech. Die sind natürlich, zack, schnell erlegt. Und das Fleisch schleppt sie jetzt, schleppi-schlepp, in das Nahrungslager. Hier oben, das ist unsere Nahrungsanzeige. Steine gibt es ja auch noch, wie gesagt. Wir brauchen Zelte, um hier oben das Bevölkerungslimit erhöhen zu können. Wir haben derzeit 6 Bewohnerinnen und Bewohner, aber 0 Zelte, 0 Wohnraum.
Das müssen wir natürlich erstmal ändern. Also bauen wir hier irgendwo, wo ein bisschen Platz ist, diese Zelte. Zwei sollen wir bauen. Müssen immer gucken, dass wir dabei nicht unser... Oh. Das war, glaube ich, das Horn, dass die Nacht beginnt. So langsam, jetzt warte ich mal, ob automatisch das Feuer angeht. Es scheint mir nicht so zu sein. Irgendwas funktioniert da nicht. Ich mache mal lieber das Feuer an. Sonst kriegen die Angst. So, die können jetzt hier auch schon schlafen gehen und sich da verstecken. Das ist gut. Wir können die einzelnen Bewohner hier auch anklicken. Und wir können denen auch Namen geben. Zum Beispiel, wer von euch hat denn Lust, heute im Spiel mal mit dabei zu sein? Wer war noch nie in einem... Guck mal, Gesa ist immer sehr schnell. So, zack. Ah, da habe ich sogar ein Achievement für bekommen. Das ist ja fantastisch. Ihr seht das jetzt so hinter mir natürlich nicht so ganz, aber ich mache mich mal eben weg, dann... wo mache ich mich denn hin? So ganz an den Rand. Da seht ihr das jetzt. Es gibt Nahrung, Schlaf, Sozial und Spiritualität. Das sind diese Bedürfnisse. Die Unzufriedenheit ist bei 31 und da muss man natürlich gucken, dass wir das verbessern. Und die Angst ist halt ganz wichtig. Der Grundwert ist 25. Und je nachdem, was hier so passiert und wie wir uns aufstellen, ändert sich das halt. So, wer will denn noch mitspielen? Wen haben wir denn? Ah, jetzt muss ich mal gucken. Uiuiui, ich muss die Reihenfolge respektieren, die im Chat steht. Warte. Wo geht's denn hier los? Also, Gesa. Festeinstellung. Fest. Einstellung. Ist jetzt nicht unbedingt so der klassische Steinzeitname, finde ich. Wir müssen mal kurz das Feuer wieder ausmachen, sonst frisst das alles auf. Dann hatten wir als drittes S-Arier. So. Dann hatten wir noch, wir haben natürlich jetzt nur 6 Leute, ne? Herr PS. Herr PS. Und Ansuil. Schreibt Kappa. Ich weiß nicht, was das heißt. Und danach ist, glaube ich, Schluss. Und den einen haben wir noch. So, und jetzt habe ich hier ein Problem. Das ist ein koreanischer Name. Den kann ich leider nicht tippen. Das weißt du aber auch. Ist es koreanisch oder... Es sind jedenfalls keine mir bekannten Schriftzeichen. Dann nehmen wir Tsubasa. Tsubasa ist der nächste. Tsubasa Number 10. So. Okay. Wird ohne 10, ohne Punkt geschrieben. Alles klar. So, wir können ja später noch welche dazu bekommen und dann frage ich nochmal. Jedenfalls geht es jetzt wieder los. Nahrung ist noch ein bisschen da. Oh ja, ich habe jetzt schon das Ende des Tutorials erreicht. Also ihr seht, das Tutorial ist noch relativ rudimentär. Es ist nicht so umfangreich und endet dann auch relativ schnell im Spiel. Wir müssen uns den Rest dann selber erschließen. Wichtig ist für uns natürlich hier, dass wir immer genug Holz haben. So, wir haben jemanden neu hinzubekommen, weil die Stammesbevölkerung jetzt gewachsen ist. Und das heißt, wir müssen auch mehr Nahrung produzieren, das ist klar. Aber wir können vielleicht auch wieder jemanden neuen hier umbenennen. Ne? Guck mal hier. Wer wollte denn noch? Wer wollte denn noch? Jetzt könnt ihr noch einmal hier schreien. Wir haben jemand Neues. Dings. So. Okay. Es beginnt die Nacht. Das Horn erschallt, das Nachthorn erschallt. Alle kommen nach Hause. Wir schalten das Licht an. Wir sind bei 49, jetzt nur noch 47 Holz. Also vielleicht baue ich auch noch mal eine weitere Holzfällerhütte. Weil das ist einfach die größtmögliche Katastrophe, wenn da irgendwas passiert. So, ich hatte euch ja aber auch noch gesagt, wir haben... Wir müssten eigentlich... Warte mal. Das machen wir mal weg. Ein zufälliges spirituelles Erlebnis generiert haben. Ich glaube, das ist uns hier zugelost worden. Fokus von Carcosa, Gewissenhaftigkeit +2. Das heißt, das ist jetzt
also diese drei Wege gibt es. Und das ist der spirituelle Aspekt, den wir durch Zufall bekommen haben. Es gibt dann, der ist coming soon, der ist noch nicht verfügbar. Das Ganze ist ja eine Early Access, die ihr jetzt auf Steam finden könnt. Das gibt es noch nicht, aber das wäre die Alternative. Jünger der Bestie. Und das ist eher, glaube ich, so ein bisschen so eine grausame, verdorbene Ausprägung. Aber wir haben jetzt diese hier bekommen und das ist doch in unserem Sinne. Wir sind ja gute Menschen. Wenn ihr gute Menschen sein wollt und wollt das Spiel selber mal auschecken, dann kann ich euch zum einen empfehlen, dass ihr das im Chat mal anklickt. Da gibt es ja so ein Chatbot. Oder ihr könnt über Twitch auf den Infopanel klicken und dann kommt ihr auch direkt zum Spiel. So, die Nacht. Wir können natürlich auch schneller machen. Dann können wir die Nacht ein bisschen überspringen. Ich habe wirklich immer einen sorgsamen Blick auf das Holz, weil wenn das ausgeht, ist einfach vorbei. Okay. Der Tag beginnt. Die Flamme kommt aus. Und ich baue jetzt nochmal einen Holzfäller, weil das ist mir einfach, es ist einfach zu wichtig, dass wir genug Holz haben. Und wir haben ja noch Leute, die hier gar nicht arbeiten. Die sitzen hier einfach nur faul rum. Und die können das gerne mal in Angriff nehmen. Holz, Holz, Holz. Hält die Party im Gang. So, wir könnten die Steine nochmal bauen. Die Steingrube kostet 80 Holz, also von wegen, ne? Wir können ja später auch eigentlich nochmal dann die Holzhütten wieder abreißen, vermutlich, oder? Geht das? Nicht ganz sicher. Verbesserungen gibt es übrigens auch. Wir können hier die Herstellungszeit bei den Holzfällerhütten verbessern. Kostet 25 Holz, 25 Nahrung und vor allem kostet es aber 50 hier diese Forschungspunkte. Da haben wir halt noch einfach gar keine generiert. Das machen wir mit einem weiteren Gebäude. Und zwar müsste das... Nee, das hier, glaube ich. Werkstatt, glaube ich. Das ist... Ja, das ist es. Das kriegen wir aber erst im Akt 2. Das können wir jetzt noch nicht bauen. Glaube ich, oder? Können wir? Nee. Können wir noch nicht bauen. Wir müssen als erstes dann mal wieder die Steinhütte hier noch errichten. So, Holz ist gut, gut, gut. Wir haben aber noch arbeitslose Bevölkerung und das muss ja nicht sein. Ich werde einfach super viele Holzfällerhütten bauen. Oh, guck mal, die ist hier schon Quatsch mit Soße. Weil die haben nichts zu tun und dann können wir Holz. Das ist mir jetzt egal, ob das super viele sind. Mach einfach. Was sollen die hier rumsitzen? Einen haben wir noch, der nichts macht. Da, wir können die hier, glaube ich, auch dann wieder ausschalten. So, vielleicht brauche ich auch noch eine zweite Jagdhütte irgendwann. Ah, wir haben hier. Da ist das Getreidefeld. Und die Bauernhütte kostet 10 Steine. Die können wir uns noch nicht leisten, weil wir noch keine Steine haben. Wir könnten die jetzt sogar schon bauen. Die kostet ja 80, aber dann hätte ich nur noch 3 Holz und gleich ist wieder die Nacht da. Und dann haben wir nichts mehr, was wir ins Feuer schmeißen können. Und dann haben wir ein großes Problem. Deswegen werde ich die Holzfällerhütte jetzt noch nicht errichten. Ich will erst einen kleinen Puffer haben. Wir können auch mal ein bisschen beschleunigen. So, da ist schon wieder die Nacht. Das Horn erklingt. Das kann man hier ein- und ausschalten. Ich bin arg, arg am Rand, ne? Ich mache mich mal wieder halb, ganz, ganz halb, halb, ganz. Und, oh, das Feuer an. Oh, okay, dieser kurze Moment hat vermutlich schon dafür gesorgt, dass die Angst gestiegen ist. Da muss man wirklich aufpassen. Ich kann ja mal den Radius erhöhen. Seht ihr? Aber das kostet natürlich lächerlich viel. Oh Gott, jetzt habe ich richtig viel verbraten. Ich wollte es nur einmal zeigen. Deswegen ist halt Holz so wichtig. Jetzt haben wir wirklich super viel Holz einfach verschwendet. So, wir sind bei 60. 58 Holz, hier, das machen wir wieder aus. Müssen wir uns ein bisschen gedulden. Wir haben 9 Leute, aber alle stehen in Lohn und Brot, das ist gut. Ah, wohl, warte mal, er macht nichts. Oder? Hey. Den nennen wir einfach Snake.
Killer. Weil du nichts gesagt hast, Snake Killer. Ditcher haben wir auch noch. Okay, Ditcher ist der nächste. Haben wir noch einen? Ja, hier. Guck mal hier. Ditcher. Oh, 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 no, 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 no. Oh, hu, hu, hu. Oh Gott. Habt ihr gesehen? Das war kostspielig gerade. Nur weil ich kurz, ich war außerdem noch auf dreifachem Speed und hab dann den Namen geändert und das hat natürlich jetzt ganz kurz mal meine Bewohner richtig erschreckt, weil sie im Dunkeln saßen. Habe ich nicht aufgepasst und hab dementsprechend hier richtig was versaut. Aber es ist noch alles, alle sind noch da, keiner hat eine Panik bekommen, das ist gut. Wir bauen jetzt endlich die Steingrube hier. Da ist sie. Und ab jetzt haben wir eine neue Ressource. Wir bedanken uns bei Marco85 für den Support und auch bei Turboschwanen, by the way. Das finde ich ziemlich gut. So, jetzt wird hier richtig gehackt. Wir haben 10 Leute, müssen gleich noch eine neue Wohnhütte bauen. Holz ist genug da für den Moment. Können wir. Oh, und da kommt schon wieder. Ich habe es jetzt auf, immer noch auf dreifache Geschwindigkeit, damit das ein bisschen schneller geht. Wir können jetzt. Wir sind bei 10. Nicht zugewiesene Stammesmitglieder 1, ne? Okay. Ich baue einfach nochmal ein weiteres Zelt. So. El Mobi, herzlichen Dank. 8 Monate El Mobi. So. Wir haben Holz, wir haben Nahrung. Als nächstes ist es an der Zeit, na, vielleicht machen wir es an einem Tag dann, hier diese Bauernhütte zu errichten und da ein bisschen mehr Nahrung klar zu machen. Wir können auch hier so Leuchtfeuer bauen. Die sind aber sehr teuer, die kosten 20 Steine und die Steinressource ist leider sehr endlich. Und zwar hat hier ein so ein Steinvorkommen 500 von diesen Blöcken zu bieten und wenn die weg sind, sind sie weg. Das heißt, da bin ich natürlich schon erstmal ein bisschen knauserig, aber ich würde schon gern so 4, 5, 6 Fackeln eigentlich mal so um die Siedlung rum errichten. Das kostet natürlich dann auch viel Holz, wenn man die alle gleichzeitig entzündet nachts, aber die wächst halt natürlich auch und wir wollen, dass die Leute einfach keine Angst haben. Gut, der Tag bricht an, die Flamme geht aus und wir bauen jetzt eine Bauernhütte. Hier ist unsere unser Nahrungshaus und wir bauen das mal. Müsste eigentlich reichen, wenn ich die hier baue. Und jetzt baue ich da Felder. Dann muss das eigentlich gehen. Teuer sind die. So, direkt hier neben dem Nahrungslager dann unser Bauernhof. Ich hoffe, das passt. Wir haben jetzt noch kein akutes Nahrungsproblem, aber ihr seht, das hat richtig Holz gekostet. 11 Leute haben wir schon hier. Ist das Holz unendlich? Nee, ich befürchte ehrlich gesagt nicht, dass es unendlich ist. Weil ihr seht hier, da sind schon ganz schön viel abgetragen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht unendlich. Ich weiß nicht genau, ob es nachwächst. Warte, wen haben wir da? Wem habe ich gerade gesagt, er ist der Nächste? Hab ich schon wieder vergessen. Irgendwen wollte ich noch mit unterbringen hier. Gesa geht jagen, hat 71 Angst. Das ist total blöd. Ich glaube, ich muss einen mit Aufforsten betragen. Warte. Ach, hier könnte ich das abreißen. Wie mache ich das? Da kann ich noch neue. Ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem Aufforsten geht. Fällt ein Baum? Das in den Holzfällerhütten geht. Oh, muss ich irgendwas Spezielles bauen? Es gibt ja keine Forsthütte oder sowas. Oh no. So, und jetzt sind wir bei einem Random Event. Und das finde ich auch ganz nett. Das mag ich immer bei so Spielen, dass da eine Geschichte erzählt wird. Und man muss sich dann immer entscheiden, welchen,
Weg man gehen will. Aufforsten geht nur mit Forschung. Ah, okay, danke für die Info. So, sich windende Wunden. Tsubasa Nummer 10 sieht zutiefst erschüttert aus. Seine Hände zittern und sein Blick ist ständig in den Boden gerichtet. Als wir ihn zur Rede stellen, zeigt er uns zögerlich seinen Rücken. Er ist übersät mit Wunden, die feine Muster und Figuren bilden. Uns wird schnell klar, dass es sich dabei um eine Karte der Außenwelt mit den Wegen durch die Wildnis und den Standorten von Ruinen handelt. So sehr wir auch drängen, Tsubasa Nummer 10 will nicht sagen, woher sie stammen. Die Verletzungen heilen rasend schnell, wodurch manche Wege schon verschwunden sind. Wir beeilen uns, uns so viel wie möglich abzuzeichnen. Aber wir können nicht alles aufnehmen. So, jetzt können wir entweder einen Weg durch die Wildnis, das heißt, die Expeditionsdauer für die Pfadfinder wird reduziert um die Hälfte, oder wir können dafür, wenn die Geschwindigkeit gleich bleibt, mehr Relikte finden. Und das finde ich ja eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht genau, wie mächtig Relikte sind, aber ich sage einfach mal ja zu den Relikten und ja dazu, Herr Rasch Gaming einmal ganz kurz zu danken für den Support. Vielen Dank, Herr Rasch. So, der Tag. Oh Gott, drei Stammesmitglieder stehen schon unter Schock. Seht ihr das? Drei Stammesmitglieder stehen unter Schock. Und das ist fürchterlich. Das wollen wir nicht. Ich werde einfach mal... Wie viele Steine habe ich denn? Nicht so viel. Wir können auch ein Leuchtfeuer bauen. Zwischen den Holzhütten. Kostet richtig viel Stein. Kostet auch Holz. Logischerweise. Aber hey. Ich will ja, dass es denen gut geht. Ich will ja, dass es denen gut geht. Wir haben jetzt nur noch 10 Leute. Wir warten schon mal mehr. Also uns haben schon wieder Leute verlassen. Das könnte wirklich daran liegen, dass wir einfach geizig waren mit dem Licht. Die haben jetzt einfach Angst bekommen. Was willst du machen? Guck mal hier, die ist völlig verzweifelt. Tsubasa ist komplett durch. Komplett durch. Angst verschwindet jetzt ein bisschen am Feuer. Ich glaube, ich muss das Feuer... Ich weiß nicht, muss ich das anlassen? Jetzt ist ja der Tag da. Jetzt kann ich es doch eigentlich auch ausmachen, oder? Jetzt geht die Angst wieder hoch. Shit, ich muss es anlassen. Ich muss es anlassen. Das ist ja echt blöd. Ich habe jetzt 25... Ich baue jetzt... Ich brauche irgendwann Forschung, ne? Aber ich habe jetzt auch das Interesse... dafür zu sorgen, dass hier immer eine Lampe brennt. So. Jetzt ist die Nacht wieder da. Die Angst sinkt, wenn sie am Feuer sitzen, das ist super. Hier oben muss ich noch was machen. Da oben kommt eine Lampe noch hin. Dafür müssen wir erstmal genug Steine haben. Dann setze ich hier noch eine Lampe hin. Jetzt muss es gehen. So. Okay. Jetzt dürfte die Angst auch sinken bei den Leuten. Ja, also grüner Pfeil nach unten ist super. Ich glaube, ich muss die auch tagsüber dann anlassen. Ist natürlich jetzt ein sehr hoher Verbrauch von Holz, aber hey, das macht man nicht alles gegen die Angst. So, jetzt sind wir wieder bei 12, das ist gut. Also Nahrung ist eigentlich in Ordnung und... Holz ist auch okay, wir können uns das derzeit noch leisten, das Feuer brennen zu lassen. Jetzt kommt wieder die Nacht. Der Bauernhof wird noch nicht so richtig erleuchtet, muss man sagen. Achso, kann ich mir gar nicht leisten, ich habe nur 10. Ah ne, ja, die Steine sind da. Ah, der Radius von dem, das könnte ich hier auch nochmal erhöhen. Braucht dann aber natürlich verdammt viel Holz. Also, ich glaube, ich muss gleich nochmal eine Holzhütte bauen. So, und dann können wir den Bauern hier noch einmal. Zack. Also, für mich ist das natürlich jetzt auch alles, also vieles Neuland. Ich habe es zwar gespielt schon, aber auch noch nicht so wirklich weit. Deswegen. Muss ich erstmal auch Erfahrung sammeln, wie viele von diesen Feuerschalen man bauen muss, aber und vor allen Dingen, wie lange ich das Feuer brennen muss. Aber es sieht momentan eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist es mal wieder Tag. Die Angst geht ja runter. Ich würde das Feuer jetzt mal ausmachen. Die Angst geht jetzt wieder hoch, aber es ist ja Tag. Also geht die vielleicht auch eher langsam hoch. Und ich werde vor allem nochmal einen Holzfäller bauen, weil trotz allem dauert das natürlich eine Weile.
Bis die das. Also ich brauche ja mehr Holz. Ich muss ja noch Sachen bauen können. Komm, wir bauen nochmal eine Holzfäller. Ich könnte eine mal hier hinsetzen. Der Weg ist zum Vorratsplatz natürlich dann etwas weiter, aber ist halt einfach so. Solange wir noch Arbeitskräfte haben, die nichts machen, ist das völlig in Ordnung. So, jetzt müssen wir schnell wieder Licht anmachen, denn die Nacht bricht herein. Und wir machen wieder ein bisschen schneller. Ein Schutzschild aus Licht. Oh, der hat rote. Was ist mit dem los? Haut er ab? Shit. Was war mit dem los? Warte mal. Die sollen mal zurückkommen. Niemand soll jetzt in die Dunkelheit gehen. Jetzt sind wir schon bei 14. Das ist gut. 20. Wir können sogar noch eine weitere Fackel bauen. Aber wir können vor allem auch einen Entdeckerhochsitz bauen. Das, ah, wir haben nur noch 25 Holz. Shit. Ja, das kostet halt einfach, ne? Das kostet halt einfach. Machen wir mal aus. Das kann nicht den ganzen Tag brennen. Das geht einfach nicht. Auch wenn sie dann Angst bekommen, aber... Oh, wer ist sie denn da? Gesa. Sie geht auf Jagd. Seht ihr das? Obwohl ich jetzt lächerliche 7 Holzhütter, also Holzfällerhütten habe, geht das immer noch runter. Das funktioniert ja nicht. So, könnt ihr bitte einfach jetzt... Ihr müsst wieder arbeiten. Ich finde, das ist schon hell genug. Bitte macht euch an die Arbeit. Das kann man schon im weitesten Sinne als Tag verbuchen jetzt. Komm. Los geht's. Na, muss ich denen das jetzt immer persönlich sagen? Ah, vielleicht lag es doch daran. Oder vielleicht ist auch jetzt erst wieder Tag. Ich weiß nicht genau. Na gut, jedenfalls machen sie jetzt wieder was. Das ist wichtig. Wir brauchen dringend Holz. Wir haben jetzt auch schon wieder 14 Leute. Tag 10, Stunde 14. Akt 1 ist immer, also ist immer noch Akt 1. Ne? Das Spiel ist Akte unterteilt und wir können einiges auch erst in Akt 2 bauen. Das haben wir alles schon. Das hier können wir erst in Akt 2 bauen, die Werkstatt. Das ist hier alles sehr advanced. Die gelbe Arzneiküche und die grüne Arzneiküche können wir bauen, aber wir brauchen auch eine Kultstätte. Die müsste aber hier sein. Da genau. Kostet 50 Holz, ist einfach noch zu teuer. Wir machen mal wieder ein bisschen schneller, müssen aber aufpassen, dass hier nicht uns die Nacht überrascht. Da ist sie schon, die Nacht. Und wir machen natürlich das Feuer an. Den Leuten geht es jetzt deutlich besser. Wir haben mit 70 gesammelt. Eigentlich erstmal müsst ihr ja schauen können. Produktion ist 67,2 in 24 Stunden. Und dann müsste man mal schauen, was verbrauchen wir in einer Nacht. Und es kann schon sein, dass wir mehr verbrauchen, als wir sammeln. Das ist dann eine sehr schlechte Bilanz. Ja, ihr seht, wie schnell das runtergeht, weil ich jetzt hier einfach 5 Lichtquellen errichtet habe. Da kann man kaum gegen an. Ich glaube, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ich muss mal einige Lichtquellen nachts auslassen. Das ist ja einfach unsagbar teuer. Oh. Nahrhafte Nutzpflanzen. Der Bauer gar... Koko Yupai hat entdeckt, dass eine Pflanze auf dem Feld größere und süßere Maiskolben hervorbringt als alle anderen. Wir können sie direkt aufessen, bekommen dann 50 Nahrung in die Nahrungskammer. Oder wir können das hier machen und das Nahrungsbedürfnis. Vermutlich müsste es ja eigentlich verringert sein. Hier steht plus 1, aber das wird ja trotzdem was Gutes sein. Ich nehme mal das hier, weil wir haben aktuell genug Nahrung. Vielleicht ist das ja dann vorteilhaft, wenn man das ein bisschen nach hinten schiebt, aber dafür dann am Ende mehr bei rauskommt, das weiß ich nicht. Snuts, herzlichen Dank für den Support, Snuts. Ich glaube, es wird gleich wieder Nacht. Die Nacht mit all ihren Schrecken. So, jetzt haben wir, okay, wir haben jetzt, machen doch ein bisschen Plus jetzt, wir haben sehr viele Holzfällerhütten. Ich lasse mal alle Lichter an, das ist gut für die Leute.
Wer von euch will noch mitspielen? Wir können noch mal ein paar Namen verteilen. Ich glaube, da müssten jetzt noch einige offen sein. Wen haben wir dann hier? Da. Gakoko Yupai. Wer will mit? Warte. Wer ist der schnellste? Quapaloco. Quapa. Was? Richtig, oder? Quapaloco. Dann haben wir noch. Ihr Foxy, ich will ein Mensch sein. Dir. Huch. So. Ne, wieso schreibe ich denn das mit V? Was ist denn mit mir? So. So, natürlich. Und dann müssten wir noch jemanden haben. Genau. Das ist. Danny. Will Danny überhaupt? Danny SK85. Den haben wir noch. Pumpkin Cake. Pumpkin. Ach. Pumpkin Cake. 21. Fischkutter will auch mitmachen. Gar kein Problem. Fischkutter Willi. Oh, wir haben ja mittlerweile richtig viele Leute. Löschhamster. Löschhamster. Und der Kapsch. Der. Ey. Achso, Unterstrich geht nicht. Okay. Kapsch. Gott, wie viel haben wir denn? 16 schon. Und Nico? Nico will dabei sein. Das war's. So, kommen hoffentlich später noch neue Leute dazu. Jetzt habe ich natürlich die ganze Zeit das Feuer angelassen, weil ich wieder nur mich um euch gekümmert habe. Aber dann seid ihr wenigstens auch mit schuld, wenn das hier in die Hose gehen sollte. Wir haben jetzt 101 Holz. Und können jetzt eine Kultstätte bauen. Kostet 50 Holz. Das ist eine Menge Holz. Aber muss ja gemacht werden. Muss ja gemacht werden. Die bauen wir dann hier einfach hin. Bam. Neue Kultstätte. Geil. So. Und da können wir jetzt ein bisschen was machen. Und zwar, wir brauchen, glaube ich, diese Beeren, ne? Spirituelle Bedürfnisse. Da müssen wir nämlich was bauen. Sonst kommen wir hier nicht voran. Und zwar finden wir die dann hier. Warte, wo waren die? Wo sind die denn, die Dinger? Da. Grün Arzneiküche und Gelb Arzneiküche. Und dafür gibt es aber auch feste. Huch. Ey, feste Plätze, die wachsen nicht überall. Und so wie es aussieht, habe ich jetzt hier, glaube ich, gar keinen Platz für. Und wie ist das mit der anderen? Mit der Grüni? Ah, ich sehe noch nichts hier. Vielleicht gleich bei Tage. Oh nein, was macht die denn da? Ey, du musst nach Hause gehen. Wieso wandert ihr in die Nacht hinein? Der eine ist im Dunkeln. Ey, hör auf. Was ist denn hier mit dir? Was ist los? Bizarrer Blick. Sie leidet an dem bizarren Blick und einer ist in den Wald marschiert. Sie will auch in den... Nein, der bizarre Blick zieht sie in die weite Welt hinaus. Komm zurück. Nein, sie hat den bizarren Blick. Oh, Hilfe. Ja, das ist ihr Ende, ne? Kannst nichts machen. Wir brauchen nochmal eine neue Hütte. Wir wollen eine neue Hütte, ein neues Zelt. Da. Ist ja alles so zugewandet, ne? Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt durchkommen, aber ich finde das eigentlich gut, weil wenn eine Gefahr kommen sollte, eine physische Gefahr, nicht nur die Abwesenheit von Licht als Gefahr, sondern wirklich ein Bär, ein Wolf, ein Sperber, ein Iltis, ein Marder, irgendwas in der Richtung, was aus dem Wald geschossen kommt, der Dachs, der Lurch, das Ozelot, der Waschbär, das Reh, der Otter, der Biber,
Der Keimling, der Eber. Irgendwas kommt aus dem dichten Geäst herausgeschossen. Und dann kann das gar nicht so in so ohne weiteres hier eindringen, dieses Getier. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, wenn man das so ein bisschen... Außerdem ist das alte Strategiespielschule, dass man so ein bisschen das Dorf auch dadurch schützt, dass man mit den Gebäuden einen Schutzwall bildet. So, uns geht das Holz aus, was eine Katastrophe ist. Woran liegt das? Tja, zum einen habe ich zu viel Holz verbraucht für meine Lichtquellen. Das mag die Freunde hier erstmal glücklich machen, aber wenn sie dann zu viel verbrauchen, so wie jetzt, und können dann nichts mehr machen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ich habe jetzt zum Glück einen kleinen Nachschub hier erhalten, aber wir müssen wirklich, wirklich aufpassen, dass wir nicht zu großzügig sind mit den ganzen Lichtquellen. Ich glaube, ich muss mal welche ausschalten. Und meine Augen sind wieder okay, sagt Gesa, ja, absolut. Das ist gut zu wissen. Soon McSoonstein! Vielen Dank für den Raid, hallo Soon. Wir spielen The Tribe Must Survive. Der Stamm muss überleben. Wir sind schon an Tag 13, wir haben schon lange geschafft. Es geht darum, dass wir hier unser steinzeitliches Dorf, vor allem seine Bewohnerinnen und Bewohner, schützen müssen vor der Dunkelheit, vor ihrer eigenen Angst. Es ist ja die Angst vor der Angst. Also es ist ja nicht unbedingt eine rationale Angst bislang, es ist die Angst vor der Angst, die diese Dorfbewohner so umtreibt, und die können wir ihnen durch Licht nehmen, diese Angst vor der Dunkelheit. Und dieses Licht kostet aber Holz. Und das ist alles sehr, sehr schwierig. Es ist gar nicht so ein... Oh Gott. Und hier passiert jetzt was. Ich mach mal schnell Pause, Pause. Hier kommt jetzt eine Sonnenfinsternis. Und die Sonnenfinsternis ist ja im Grunde genommen eine dann in Kombination mit der Nacht. Logischerweise kann eine Sonnenfinsternis ja nicht in der Nacht stattfinden. Das heißt, wir haben jetzt eine verlängerte Nacht, eine Immernacht. Und die müssen wir jetzt vermutlich mit erhöhtem Holzoutput versuchen, schnell noch zu kontern. Wir haben ja einige Leute, die nichts machen. Ich überlege, ob es sinnvoll ist. Kann ich eigentlich mal eben zwischenspeichern? Nicht beenden, shit. Vielleicht muss ich noch schnell ein paar Holzfällerhütten bauen, damit ich jetzt wirklich dieser schlimmen Gefahr trotzen kann. Da ist das Holz schon sehr weit zurückgedrängt. Gott, da muss ich eigentlich, was kostet mich das 20 Stein? Hier nochmal, auch wenn es eigentlich widersinnig ist, aber so, jetzt müssen die richtig ran. Leute, Leute. So, der hat nichts zu tun. Der hat nichts zu tun, er kann auch noch, ja, dann machen wir noch eine Holzfällerhütte. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, die... Oh nein, jetzt beginnt die Nacht. Und mit dir all die Schrecken. Oh Gott, jetzt verliere ich richtig viel Holz. Ich glaube, ich muss einzelne mal ausschalten. Ich muss mich darauf vorbereiten. Das geht aus. Das geht aus. Das lasse ich mal an. Das ist da ist einfach wichtig. Vielleicht sollte ich das hier auch nochmal ausmachen. Und wirklich nur diese drei. Brauche ich das auch? Ja, vielleicht. In 3 Tagen kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Okay, wir bereiten uns darauf vor. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir das überleben können. Wir sammeln eifrig Holz. Da ist schon wieder eine mit roten Augen. Wer ist das jetzt schon wieder? Tsubasa? Was ist los mit dir? Wieso hast du den bizarren Blick? Ich verstehe das nicht. Der bestellt das Feld, das ist auch wichtig. Ah, Nahrung ist gut da. Nein, ein Stammesmitglied ist im Dunkeln. Hilfe, Hilfe. 54 Holz. Wir verbrauchen zu viel Holz. Wir verbrauchen so viel Holz. Der Tag muss kommen, der Tag muss kommen. Oh, die Last des Wissens. Eine nervöse Gestalt erscheint am Rand unseres Lagers und bittet um Unterschlupf im Gegenzug für Wissen. Wrutzlap Kokapai erkennt die Gestalt wieder. Sie sagt, es handele sich um eine außergewöhnliche spirituelle Seele, jedoch auch um eine labile Person, die furchtbare Taten begangen habe. Wrutzlap Kokapai will auf unsere Frage hin jedoch keine Einzelheiten preisgeben.
Die fremde Gestalt fleht darum, eine weitere Chance zu erhalten und aufgenommen zu werden. Jetzt ist Zeit für eine wichtige Entscheidung, für eine Weichenstellung. Und ihr könnt gerne mitentscheiden. Sagen wir diesem Menschen, verschwinde, wir vertrauen dir nicht, aufgrund seines zweifelhaften Vorlebens. Oder sagen wir, schließe dich an, was geschehen ist, ist geschehen. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Es sollte eigentlich eher die Auswirkung darauf sein, die interessant ist. Da passiert ja gar nichts. Aber wenn wir sagen, bleib bei uns, dann haben wir bei Jünger der Bestie einen Entwicklungsschub und die Stabilität wird um 1 verringert. Aber wir haben eine neue Person im Stamm. Jetzt ist es aber so, Jünger der Bestie ist ja dieser Aspekt hier, wo bist du da? Dieser hier. Und wir haben jetzt ja schon den hier genommen. Das heißt eigentlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir beide brauchen, um ehrlich zu sein. Ich glaube fast, wir haben uns ja für einen entschieden, ne? Ich glaube, dass wir den dann nicht brauchen. So würde ich das jetzt mal verstehen. Wir brauchen nämlich jetzt eine Gelbarznei, dann kommen wir hier voran. Vielleicht sollten wir dann einfach hier bleiben und dann sagen, nö, kommst, du darfst hier nicht sein. Aber ihr sagt, ihr wollt ihn haben, ne? Das ist interessant, er passt zu uns. Rein mit dem Irren. 2, 2, 2. Ditcher sagt 1. Tsubasa sagt 2. Na, nicht, dass er sich rächt. Oh Gott, aus Angst vor Rache. Ja, gut. Astronaut sagt, soll sich vom Acker machen. Mehr Leute immer gut. Na gut, dann machen wir das. Aber ihr seid schuld, wenn es jetzt, wenn sich das Lager hier destabilisiert. Die drohende Gefahr der Sonnenfinsternis schreitet unaufhaltsam voran. Und wir müssen wirklich, wirklich zusehen, dass wir in der Zwischenzeit genug Holz sammeln. Es ist ja eigentlich jetzt, im Grunde genommen ist doch gerade Tag, oder nicht? Kann ich doch mal ausmachen. Da werden die ja mal mit leben können, kurzzeitig. Wir brauchen dringend, wir müssen dringend in den zweiten Akt kommen und dann, wenn es wirklich möglich ist, Holzfäller, nicht Holzfäller, sondern das Gegenteil, Förster, also die aufforsten Bäume neu, oh Gott, wir müssen uns hier ein bisschen, nee, das muss aus. Wir müssen uns hier ein bisschen auf die wesentlichen Flammen reduzieren. Das machen wir noch weg. Brauchen wir die? Lassen wir mal an. Die ist auf jeden Fall wichtig. So, ist schon wieder Tag? Ich glaube, ja, oder? Das sieht mir schon wieder aus wie der Tag. 172, das ist gut. Jetzt kommen wir voran. Ich weiß nicht, ob wir dann den zweiten Akt betreten, falls wir die Sonnenfinsternis überleben sollten. Das kann natürlich sehr gut sein. Wir brauchen ganz viel Holz. So weit war ich noch nie, ne? Ich habe das, wie gesagt, natürlich einmal vorab so getestet. Aber ich habe noch nie eine erste Sonnenfinsternis überstanden. Deswegen ist das für mich jetzt auch sehr spannend. Die gelbe Arznei, genau. Wir wollen auch die gelbe Arznei. Dafür brauchen wir ja das hier, die Gelbarzneiküche. Allerdings, die kann ich nur auf ein entsprechendes Feld setzen. Und ich sehe gar nicht, dass wir eins haben. Oh, der Kapsch wurde entführt. Oh, shit. Oh, nein. Ich habe kurz nicht aufgepasst. Nein, mehrere Leute wurden entführt. Aufgrund meiner kurzen Abgelenktheit. Wem kann ich dafür die Schuld geben? Ich lass mal ein bisschen, die haben alle, sind alle verängstigt jetzt aufgrund der Verluste, die es zu beklagen gilt. Aber so ist es im Leben. Wir müssen uns vorbereiten, wir brauchen sau viel Holz. Traumatisiert fürs Leben, ja. Aber ist nicht meine Schuld. Ein Stammesmitglied ist im Dunkeln. Ja, wir sind noch bei 19, das ist okay. Noch ist jetzt nicht lebensbedrohlich ausgedünnt alles. Wenn wir weniger Stammesbewohner haben, die können natürlich dann auch weniger Ressourcen sammeln, weniger Essen, weniger Holz. Stein ist ein bisschen zu vernachlässigen, das brauchen wir dann für die Gebäude in erster Linie. Aber sobald die Holzproduktion so sehr in den Keller geht, dass wir die Flamme nicht mehr aufrechterhalten können, dann ist der Stamm des Untergangs geweiht. Ich weiß aber nicht genau, wo wir
diese Gelbpflanze bauen können. Vielleicht geht das in diesem Gebiet gar nicht. Möglicherweise. Hallo Jambalaya. So, der Tag bricht an. Das Feuer geht aus. Wir müssen Holz sparen. Alle müssen mitarbeiten. Ich glaube, alle Holzfällerhütten sind besetzt. Das ist die gute Nachricht. Entleuchtet vor Freude. 19 Leute. Das ist ja erstmal alles okay soweit. Aber das hier ist natürlich echt bedrohlich. Holz. Ich mach mal ein bisschen schneller. Bringt das Holz nach Hause. Los, Leute. 281. Müssen wir uns gleich mal merken, wie viel Holz man benötigt in so einer. Da ist sie, die Sonnenfinsternis. Kommt! Sie beginnt gleich. Jetzt. Leuchte! So, aber auch da müssen wir uns jetzt wirklich reduzieren auf die notwendigen Lichtquellen. 324 Holz, come on, das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein. Eieieiei. Die Sonnenfinsternis! Die Sonne ist verschwunden. Und ein seltsamer Nebel zieht um uns herum auf. Das Licht des Feuers beschützt uns, aber in der Finsternis wartet etwas nur darauf, dass unsere Flamme erstickt. Bleibt in der Nähe des Lichts. Angst der Stammesmitglieder plus 20, Sonnenlicht minus 1 Chance auf Tod durch Schatten 100%. Leute, bleibt in der Nähe des Lichts. Ich muss gucken, wir haben noch Möglichkeiten. Wo ist... Hier ist noch eine Lichtquelle. Ich kann noch ein bisschen mehr Licht für euch entfachen. Aber es ist endlich. Es ist endlich, denn unser Holz ist endlich. Unser Holz ist endlich. Hier, diese Person. Sie muss zurück ins Licht. Was macht sie denn? Was tut sie nur? Sie wandert davon. Wir verlieren sie. Wir verlieren sie. Oh Gott, der Nebel... Was ist das? Was ist das? Er greift nach uns. Er will uns verschlingen. Guck mal hier. Der Lichtkegel ist die Schutzmauer gegen dieses übergriffige, dunstartige Wesen. Oh, 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 oh. Und das Holz. Es ist... Geht zur Neige. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. Ich hoffe. Wir können ein Ritual beginnen. Wir können tatsächlich ein Ritual beginnen. Aber noch ist alles okay. Die Angst nimmt nicht überhand, weil die sind... Oh, okay. Wir lassen mal ein Ritual beginnen. Ich mache jetzt mal ein Ritual. Das haben wir uns jetzt hier aufbewahrt. Oh Gott. Ein Sonnenritual wird abgehalten. Guck mal, die tanzen. Ist das nicht schön? Oh, guck mal. Oh, schaut mal, Leute, wie die tanzen. Oh, das ist ja einfach nur herrlich. Sie tanzen gegen die Angst an. Sie tanzen gegen die Angst. Dum, dum, düdeldum, dum, 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 düdeldum. So wurde die Musik erfunden. Die Quelle der Musik ist die Angst. 228 Holz. Zwar, das wird vermutlich nicht reichen. Ich befürchte, es wird nicht reichen. Ich muss ein bisschen hier runtergehen. Machen wir schneller. Können wir es schaffen? Oh Gott, wir haben zu wenig Holz. Das funktioniert so nicht. Ich muss vielleicht einen kleinen Korridor schaffen hin
zu den Baumvorräten, weil alles andere liegt im Nebel. Oder ich muss wirklich sagen... Oh, das wird nicht klappen. Ich muss mich reduzieren. Ich muss... Was? Nee, so. Das ist sonst verloren. Ich muss einige Gebiete abtreten an die Dunkelheit, weil wir sonst alles verlieren. Das ist noch verdammt lang. Und uns geht hier sehr, sehr schnell das Holz aus. Shit, dauert das lang. Ich befürchte, wir müssen noch weniger Licht. Ich befürchte, ich muss noch weniger Licht. Wir können noch mal tanzen. Wie ist die Angst? Das ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist okay noch, ist okay noch, ist okay noch. Ich werde trotzdem sparsam sein mit dem Licht. Das muss jetzt fürs Erste reichen. Wenn wir das Gefühl haben, die Angst ist zu groß, werden wir noch mal tanzen. Noch ist es okay. Oh, Herr PS hat Angst. Aber die Angst geht runter, weil er sich ans Feuer gesetzt hat. Guter Mann. Alle ans Feuer. Geht nicht in die Dunkelheit. Vernachlässigt euren Job. Das ist völlig egal. Hier, die Steingrube wird geschlossen. Niemand muss in der Steingrube immer lochen. Alle sollen einfach nur am Feuer sein. Und einfach nur hier am Feuer sein. Ihr müsst nichts machen. Wir haben genug zu essen. Ich werde jetzt alles ausschalten, was nicht wirklich wichtig ist. Die Jagdhütte wird ausgeschaltet. Diese Holzfällerhütte, diese Holzfäller, das wird alles ausgeschaltet. Und wir machen das wie so ein Braunbär. Wir halten so eine Art Winterschlaf jetzt. Ich werde alle Arbeitsstätten ausschalten. Und wir sitzen es einfach aus. Wir sitzen es aus. Niemand geht mehr raus. Was habe ich hier noch? Irgendwas noch von der Dunkelheit verborgen, was... Nee, ne? Okay. Alle bleiben hier sitzen. Am Feuer. Wir haben noch 106 Holz. Und ich werde jetzt diese anderen Sachen löschen. Und darauf hoffen, dass bitte alle nach Hause kommen. Niemand muss mehr irgendwas machen hier. Niemand muss mehr arbeiten. Was ist mit Dings los? Was ist los? Und wir gucken mal kurz. Was ist mit den Leuten? Ist die Angst? Na, es geht noch tatsächlich. Guck mal. Wir haben einen, den hier, Herr PS. Der hat ein Problem mit sich, aber alle anderen sind stabil. So, ich mach schneller. Ich hoffe, wir können diese Nacht, diese Sonnenfinsternis überleben. Da dackelt einer ab. Wir sind bei 21 Dorfbewohnern. Das ist okay. Wir haben eigentlich noch niemanden so wirklich verloren, glaube ich. Die Sonnenfinsternis neigt sich dem Ende. Wir haben noch 86 Holz. Irgendwer dackelt da ab. Warum? Bleibt einfach alle zu Hause. Ich glaube, wir schaffen das. Optimistisch. Vier sind im Dunkeln. Okay, ich werde ein neues Ritual schnell nochmal. Jetzt können nochmal alle kommen nach Hause und tanzen. Los, alle kommen nach Hause und tanzen. Tanzen gegen die Angst. Anti-Angst-Tanz. So, wir sind bei 22 Dorfbewohnern. Wir bekommen sogar noch welche dazu. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gleich. Leute, Leute, Leute! Die Sonnenfinsternis ist gleich vorbei. Wir sollten ein Fest, ein Sonnenfest. Ich meine, wir haben gerade ein Sonnenritual gemacht, aber ich meine halt so mit einem langen Tisch und dann wird Braten aufgetragen und was auch immer. Yeah, die Sonnenfinsternis ist vorbei, we made it. Als sich der Nebel um uns herum auflöst, sehen wir endlich das Mondlicht, das die Dunkelheit durchbricht. Die lange Nacht ist zu Ende, aber dort draußen lauern weiterhin furchterregende Geschöpfe. Wir müssen uns auf das Kommende vorbereiten. Ein neuer Morgen wartet.
Yes. Akt 2. Auch wenn wir die Sonnenfinsternis überlebt hatten, wurde uns bald klar, dass wir auf dem bisherigen Weg nicht weiterkommen würden. Es reicht nicht, dass wir gerade so unsere Grundbedürfnisse decken. Überleben ist Fortschritt. Stillstand führt ins Verderben. Okay, ab jetzt können wir die Werkstatt bauen. Das bedeutet, da bekommen wir Forschungspunkte und können dann geilen Scheiß freischalten. Und in diesem Akt sind folgende Effekte aktiv. Preis der Effizienz. Sozial, Intervall für Bedürfnisse minus 20%. Offener Geist, spirituelle Entwicklung erhöht, Inspiration, Früchte der Arbeit, Rohstoffe für den Aufbau, aber auch Zweifel. Auch die Zweifel bleiben aktiv. Gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in Akt 2. Wir haben immer noch tiefdunkle Nacht und haben 38... Was ist denn hier los? Flüchte doch nicht in die Dunkelheit. Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn hin? 22 Leute, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft. Jetzt warte ich, bis der Tag erschallt und dann werde ich die Betriebsstätten wieder hochfahren. Ja, okay, die sind jetzt eh verloren. Da kann ich das Licht mir auch sparen. Dann sollen die bitte alle am Feuer sitzen bleiben. Und es wird Zeit für den Tag. Da kommt er, glaube ich, schon. So langsam schiebt das Licht die Dunkelheit davon. Und wir werden einfach alle Arbeitsstätten wieder aktiv schalten. Insbesondere natürlich die Holzfällerhütten. Das ist einfach... Huch, die war die ganze Zeit an. So, bitte hier auch. Sehr gut. Dann natürlich auch unsere Bauernhütte. Unsere Jagdhütte, unsere Steingrube, alles wieder an. Sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, ob wir tatsächlich so eine Art Förster bauen können. Werkstatt. Achso, das hatten wir schon, die Bauernhütte, das hatten wir. Also ein Außenpostenfeuer, da müssen wir ein neues Gebiet, glaube ich, erstmal freischalten. Ausgrabungsstätte, Schmelzofen, dafür brauchen wir dann... Logischerweise Eisenerz, Handelsposten. So, und hier diese Gelbarzneiküche müssen wir haben. Aber ihr seht, ich finde keinen Vorrat. Vielleicht gibt es in diesem Biom einfach keinen. Naja, jetzt wollen wir erstmal diese Werkstatt errichten. Dafür brauchen wir mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Wir können das Licht ausmachen, das stimmt, das ist richtig. Lass mich kurz überlegen, wir können noch mehr Holzfällerhütten bauen. Da sitzen super viele Leute noch rum und machen gar nichts. Dann... So. Die haben nämlich nichts zu tun. Okay. Hackt, solange ihr könnt. Hackt, solange ihr könnt. Die dunkle Nacht. Die dunkle Nacht erscheint. Ich glaube, das wird verdammt teuer werden. Können wir uns das erlauben? Ich glaube eher nicht. Machen die irgendwas? Nee. Ein Stammesmitglied ist im Dunkeln. Warum? Da habe ich das zu verantworten. Ich finde nicht. Wir müssen leider ein bisschen Licht sparen. Das lassen wir an. Und der Tag kommt zurück. Okay. Ja, wir müssen jetzt einfach verdammt viel Holz gewinnen. Ich kann leider diese Arzneiküchen nicht machen. Die grüne Arznei auch nicht, ne? Also ich baue jetzt vielleicht erstmal den Entdeckerhochsitz. Ich glaube, es ist auch egal, wo der steht tatsächlich. Da ist jetzt einer drin. Oh, warte mal. Ganz kurz. Wir können noch einmal uns den Bewohnern hier widmen, denn wir haben ein paar neue Leute. Wer hat nochmal Lust dabei zu sein? Wer hat nochmal Lust dabei zu sein? Hier haben wir doch jemanden. Ibims. Wer denn der Erste? Der Erste machen wir mal der Reihenfolge nach. Berlin AE war der Erste. Berlin AE. Dann haben wir
iBIMS. iBIMS. Bimsi. iBIMS Bimsi. Und wer will noch mitmachen? Da. Lutefisk Viking. Lutefisk? Nee, andersrum. So, ne? Richtig geschrieben? Ich glaube ja. Lutefisk, wer will noch dabei sein? Huch. Oh, Antje haut die Abos in den Club. Antje, vielen, vielen Dank für deine 10 Abos. Ich habe jetzt leider aufgrund aktueller Twitch-Einstellungen auf OBS, die einzig und allein Nicola, das kann man jetzt ruhig mal sagen, zu verantworten hat, habe ich jetzt leider nicht mehr gesehen, wer von euch hier geschrien hat, um auch einen Stammesbewohner verkörpern zu können, weil ich hier so eine Tafel habe, die knallt das gerade über den Chat. Aber ist mir doch egal, Antje hat 10 in den Club geschmissen. So, warte. Aber jetzt sehe ich es wieder. Plus 1 heißt, du willst auch dabei sein, oder? Das wäre dann... was ist das? XF41ZX. Dann haben wir... Ich weiß nicht, ob das, ob Amy ist es, heißt es hier Amy? Ich weiß, ich glaube ja. Amy's T. Gloch. Und dann haben wir Placebo Wolf 01. Immer schön der Reihe nach. Oh ja. Und Lynx. So, Lynx. 7. So viele neue Leute hier. Schaut euch das mal an. Dann haben wir Ninja Frosch. Ninja Frosch. 92. Und das war's. Im späteren Verlauf werden neue Leute zu uns kommen und die dürfen dann auch neue Namen haben. Okay, also wir haben derzeit... Oh, die Nacht. Die Nacht mit all ihren Schrecken bricht heran. Kommt ans Feuer ran. Kommt ans Feuer ran. Okay. Das ist hoffentlich okay. Holz. Geht zur Neige. Wir bauen gleich die Werkstatt. Wir haben jetzt... Wenn die Nacht vorbei ist, bauen wir die Werkstatt. So, die Nacht. Die Nachtigall. Und jetzt, guck mal, hier bauen wir die Werkstatt. Die Werkstatt bauen wir... Vielleicht hier so hinten hin. Hier unten. Da. Lynx arbeitet dort in der Werkstatt und sorgt dafür, dass Forschungspunkte ausgestoßen werden, die wir wiederum in Verbesserungen investieren können. Aber was ist denn mit der Aufforstung? Und was ist mit der Gelbarzneiküche? Ein Gebiet um das Lager wurde erkundet. Na, das ist doch fantastisch. Liegt das hier an unserer Erkundungshütte? Ich glaube ja. So. Müsste passen. Kurze Information. Angst, 15 Angst, 54 Unzufriedenheit. Warum? Es fehlt Stabilität. Wir brauchen mehr Stabilität. Geben Sie mir sofort. Aber die Aufstandgefahr ist sehr gering derzeit. Die haben auch viel zu viel Angst vor Aufstand. Panik ist auch nicht. Sieht eigentlich gut aus. Ich habe das Gefühl, es ist alles gut. So. Philosophien. Kost müssen wir erforschen, oder? Angst der Stammesmitglieder. Forschung. Oh, Malus, fetter Forschungsmalus. Freiheit. Stammeswachstum plus 3 ist jetzt gerade nicht so wichtig, finde ich. Unzufriedenheit. Forschung. Okay, Produktivität geht runter. Ist, glaube ich, ein bisschen blöd, weil wir einfach zu viel Holz brauchen gerade noch. Oh, Ordnung. Einflussnahme.
Aufstandsschwelle und Panikschwelle werden erhöht. Hat keinen Malus, daher sicherlich sehr cool. Aber die Boni sind jetzt auch nicht so krass gerade. Zumindest haben wir keine Ultrakrise und brauchen diese Aufstandsschwelle und Panikschwelle. Von daher ist das schon okay. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie komme ich denn eigentlich ran? Gar nicht genau, wie ich da jetzt reinkomme. So, spirituelle Aspekte, da kommen wir leider nicht weiter, weil wir brauchen, glaube ich, diese Gelbarznei und die gibt es hier einfach nicht. Der Zusammenhalt 56, Stammesbevölkerung minus 22, Grundwert 100, Angst plus 8. Ja, das sieht eigentlich auch völlig okay aus. Glaubensspaltung, Jünger der Beste, Diener der Herren. Ja, wir wollen keine Glaubensspaltung. Das meinte ich, ne? Wir wollen uns eigentlich auf eine Sache wirklich konzentrieren, sonst gibt es hier noch einen Riss in der Gemeinde. Das wollen wir nicht. Ihr wisst alle aus der Vergangenheit, der Mensch neigt durchaus dazu, sich bei spirituellen Fragen im Zweifel gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, wenn man sich nicht darüber einigen kann, an was man glauben soll. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Nacht kommt so langsam wieder, scheint es mir. Haben wir schon 6 Forschungspunkte haben wir. Das heißt, wo ist denn jetzt das Auf? Ist hier vielleicht das Auf? Da, Forstwesen. Ich glaube, das brauchen wir doch. Holzfällerhütte, Baumwachstum plus 100%. Kostet 90. 90. Wir haben erst 6. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, noch eine weitere Werkstatt zu errichten. Ist ja nicht so, dass wir nur eine haben müssen. Die kostet natürlich aber auch 72 Holz. Und ich habe Angst. Oh nein, die Nacht. Lass uns nochmal eine Nacht überleben. Und da bin ich jetzt ein bisschen konservativ. Ich möchte nicht, dass uns das Holz... Ich habe panische Angst, dass uns das Holz ausgeht. Deswegen muss die zweite Werkstatt warten. Aber das kriegt sie, glaube ich, hin. So, lass uns die Nacht überleben. Oh, Freiheit oder Ordnung. Zwei Stammesmitglieder streiten sich heftig über die Frage, ob die Freiheit des Einzelnen wichtiger ist als die Meinung des Stammes oder ob sich jeder unterordnen und andere Stammesmitglieder zur Ordnung rufen sollte, da sonst letztlich alle leiden werden. So, Freiheit ist unerlässlich. Ach, du grüne Neune. Da ändern sich jetzt hier die Verhältnisse. Pumpkin Cake, Gesa, Berlin. Fights, heißt es Fights? Oder Falz? Ist das ein L oder ein I? Falz, Fights. Jedenfalls hat es Auswirkungen. Ordnung ist unerlässlich. Ordnung plus 10, Ordnung, Freiheit, Ordnung, Ordnung, Ordnung. Freiheit und Ordnung müssen im Einklang sein. Das heißt, ich bekomme hier keinen Malus, aber lass mich mal schauen. Plus 10, minus 10 ist 0, minus 10 ist minus 10, plus 5 ist minus 5, minus 10 ist minus 15, plus 5 ist minus 10. Also die Bilanz ist insgesamt bei minus 10 und hier ist sie plus 20, minus 10 ist 10, plus 5 ist 15, 5 und 10. Also hier ist bei Freiheit haben wir eine höhere positive Bilanz. Vielleicht sollte ich dann einfach Freiheit nehmen. Einklang kostet. Das kostet hier... Was? Nein? Er schreit nein. Berlin schreit nein. Ich denke, man spricht das Face aus. Ah, okay. Vielen Dank. Ihr seid euch nicht ganz einig. Freiheit, Freiheit, Ordnung. Ich nehme Freiheit, weil die Bilanz positiv ist. Und Freiheit hat ja auch... Man kann ja auch sagen, es ist die Freiheit des Anführers zu entscheiden. So. Das ist, am Ende ist es eine Definitionssache. Man kann auch sagen, jeder hat die Freiheit zu gehen. Freiheit heißt ja nicht das Fehlen von allen Grenzen. Freiheit heißt nur, dass man selbstbestimmt handeln kann. Und in welchem Bereich man das kann, ist nicht fest definiert. Man kann wirklich einfach sagen, pass auf, du hast die Freiheit zu gehen. Und das ist etwas, was man zum Beispiel in der DDR nicht hatte. Die wichtigste Freiheit ist die Freiheit zu gehen.
Und die gestatte ich denen ja im Zweifel. Wenn einer sagt, er will in die Dunkelheit entschwinden und sein Glück woanders suchen, ja, dann machst du das halt. Aber innerhalb der Gemeinde kann ja immer noch Ordnung herrschen. So rede ich mir das jetzt mal schön. Und was, schon wieder dunkel? Was soll das denn? Kommt's ans Feuer. 260 Holz ist gut. Wir können gleich eine zweite Hütte bauen, finde ich. Ich glaube, das können wir uns jetzt erlauben, eine zweite Werkstatt zu errichten. Wir haben schon sage und schreibe 21 Forschungspunkte. Das ist hervorragend. Der Tag ist wieder da. Haben wir eigentlich schon ein zweites? Oh, okay, das kostet richtig viel Geld. 200 Holz und 100 Nahrung. Ja, das ist natürlich doof. Aber wir müssen ja irgendwann was hier freischalten, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwann expandieren. Wenn wir bei 90 sind, dann werde ich das Aufforsten freischalten. Ich glaube, das ist wirklich das Erste, was wir machen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das das Wichtigste ist, aber vielleicht sind auch andere Sachen wichtiger. Holzfäller erhöhte Herstellungszeit, Jagdhütte Produktivität, Steingrube mehr Stein, Forschung plus 10%. Oh, das ist auch geil. Aber es kostet 90 Holz und das Forstwesen kostet nur 45. Ja, aber natürlich ist 10% Forschung voll gut. Aber Inspiration, das ist natürlich, dann geht das dementsprechend auch schneller. Das sollte man, wenn, zu Anfang machen. Je früher man das macht, desto mehr Technologien profitieren noch von der Geschwindigkeit. Das ist so wie bei einem Rollenspiel, wenn man einen Erfahrungspunkte-Boost leveln kann, dann muss man das auch zu Beginn machen, wenn noch die Anzahl der Level hoch ist, die noch kommt, die davon profitieren können. Deswegen vielleicht sollte ich jetzt die Entscheidung noch überdenken und erstmal das machen und dann kommen wir auf das Forstwesen. So. Wir haben 206, wir haben 21 Bewohner. Ist irgendwer arbeitslos? Sieht gar nicht so aus gerade, oder? Hier sieht man eine kleine Übersicht. Werkstatt schläft. Ich glaube, wir haben niemanden, der nichts macht. Alle sind in Lohn und Brot. Okay. Wir könnten noch eine weitere Hütte bauen. Dann kommen mehr Leute. Die wollen natürlich auch dann wieder mehr essen, was im Zweifel auch blöd ist, aber... So. Gott. Hilfe, Hilfe, die Nacht bricht herein. Kommt, kommt, Freunde, setzt euch an das Feuer, wärmt euch die müden Glieder, erzählt euch Geschichten vom Licht. Und fürchtet euch nicht. Egal ob Rheuma oder Gedicht. Die Liebe verlässt uns nicht. Ich wollte eigentlich Gicht sagen. Ich habe auch so ein Gedicht gesagt, aber das hat, glaube ich, keiner bemerkt. So, hier Rotauge ist... Was ist los, Rotauge? Wer ist das? Oh, hier Face. Was ist los? Face, was machst du? Komm zu uns, Face. Face no more. Komm nach Hause. Wasche dir die Augen. Kommen wir nach Hause. Ich werde das hier auch jetzt ausmachen. Wir müssen Holz sparen. Ein Stammesmitglied ist im Dunkeln und es ist Face. Komm zurück zu uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Leute haben Angst. Die Angst greift um sich. Oh oh. Aber die Angst geht eigentlich noch. Das ist eher die Zufriedenheit. Leute sind teilweise unzufrieden.
was Freches wegen der Spiritualität. Ja, vielleicht haben wir. Wir brauchen mehr von diesen Gelbpflanzen da. Aber es gibt hier keine Quelle dafür. Das ist nicht okay. 48 bedeutet, wir können jetzt das hier machen. Ja, voll teuer. 20. Ja, ich meine, 10% sind auch nicht die Welt, ne? Ja. Der Tag kommt. Kommt der Tag. Warte mal, was ist das denn? Ah, eine Grünpflanze ist vorhanden. Da. Schaut, Leute. Aber keine Gelbpflanze. Da, eine Grünpflanze. Das heißt, ist eigentlich nicht der Pfad, den wir gehen wollten. Aber da können wir was bauen. Seht nur, wir haben eine Grünarzneiküche errichtet. Aber wir haben niemanden, der da arbeiten kann oder will, was auch okay ist. Ebenso wie Big J aus Hamburg und Amy Tieglach, die ja auch schon hier bei uns im Dorf mitspielt. Vielen Dank für den Support, Leute. Das ganze Dorf freut sich. Wir brauchen mehr Mitarbeiter hier. Da passiert gerade nichts mehr. 101 Holz. Es ist zu wenig Holz. Es ist zu wenig Holz. Wir müssen aufforsten. Vielleicht hätte ich doch erst die Forsthütte bauen sollen. Hier dieses, das Forstwesen. 90 ist ja auch echt verdammt viel. Verdammt, verdammt, verdammt viel. So, und was passiert da? Ist niemand mehr, der... Ist einfach niemand da, der jetzt irgendwas machen könnte. Ist halt so, wie es ist. Überleben ist ja auch unser Ziel, ne? Also, das ist schon okay, wenn das ein bisschen langsamer geht, weil jeder Tag, den man überlebt, ist eigentlich ein Erfolg in diesem Spiel, für alle, die neu dazugekommen sind. Überleben ist unser Ziel. Oh, und wenn ihr auch mal Bock habt zu überleben, dann könnt ihr natürlich entweder hier im Chat einmal auf den Link klicken, da findet ihr den Weg zu The Tribe Must Survive. Oder aber, ihr geht auf Twitch, klickt auf die Kachel. Ich habe ihn leider im Dunkeln zurückgelassen, aber ich kann hier nicht jedes Feuer kann nicht brennen. Manchmal muss man sich von Feuer und Licht trennen. Oh Gott, wir haben jemanden wirklich verloren einfach. Das ist aber ja mal schade. Ich verhungern, ich habe 265 Fleisch, niemand verhungert. Hier, niemand verhungert, keine Sorge. Nahrungslager, hier, alle kommen daran. Niemand muss hungern. Wir haben genug Fleisch. Keine Sorge. Die Dunkelheit, sie ist unerbittlich. Sie greift nach uns. Sie lockt uns, sie ruft uns. Und wenn sie uns hat... Ah, Snake Killer, no. Snake Killer ist weg. Er wandert auch. Oh Gott im Himmel. 32, 33. Forschungspunkte. So, ich glaube, der Tag kommt wieder. Die trauen sich wieder heraus. Aus dem Lichtkegel. Aber die Dunkelheit lässt sich nur schwer verdrängen. Das Licht muss jedes Mal hart arbeiten. Danny würde gerne die Liste nochmal sehen. Kannst du gerne machen. Machst du dir Sorgen um dich? Ob du überhaupt noch da bist? Stellt sich raus, Danny. Danny Boy. Du bist gar nicht mehr dabei. Du bist einfach entflohen. Du bist in die Dunkelheit verschwunden und nie wieder zurückgekehrt. Aber das ist dein eigenes. Das ist die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit, die du ja hast. Und die hat dich nun mal von uns geführt. Danny wurde entführt, ja. Danny wurde entführt bei dem Ereignis, ja. Danny, ja, wir müssen alle kurz einmal Danny gedenken. Hashtag armer Danny. Tja, Danny.
Du hättest dich vielleicht auch wehren müssen einfach. Sich so entführen zu lassen, ist auch ein Stück weit eigenes Versäumnis. Hättest du trainieren können, auch vorher Judo trainieren können, Karate. Hättest dich ein bisschen besser zur Wehr setzen können. Aber du wolltest den ganzen Tag nur rumsitzen am Lagerfeuer. Oh, die Dunkelheit, die Dunkelheit. So, ich mach das hier einfach wieder aus. Wir müssen Holz sparen. Mein Schaf war einfach zu dumm zum Essen, ich fasse es nicht. Ja, Amy, ich kann da nichts für. Also Essen ist ja da, ne? Wir haben wirklich richtig viel Essen. Man kann niemandem die Schuld geben. Man muss mit der eigenen Schuld leben und das ist teilweise das Schwierigste. Ja, wir haben auch keine Erzmine. Ne, können wir auch noch nicht bauen. Muss in der Außenwelt errichtet werden. Genau, da müssen wir erstmal so eine Kolonie bauen. Ein weiteres Hexagonfeld einnehmen. Vielleicht schaffen wir das ja noch. We'll see. Hakak. Holzbestand sieht gut aus. Können wir nicht vielleicht jetzt... Mal Pause. Schon einen von denen hier freischalten. Das kostet uns 200 Holz. Was? Ich habe 207. Das könnte das freischalten. 100 Nahrung und 50 Einfluss. Wollen wir das einfach mal machen? Kann im Zweifel. Ich weiß nicht genau, ich hab's, weiß ich nicht, was das bringt. Wo wollen wir, in den Süden? Was haltet ihr vom Süden? Ich finde Süden eigentlich ganz... Finde ich gut. Wollen wir den Süden kaufen? Erkundetes Gebiet 0%. Hat das irgendwie... Kann ich das vorab erkunden? Warte mal, vielleicht kann ich ja jemanden hinschicken. Weil die Rohstoffe sind ja auch nicht so unbedeutend. Kann man nicht jemandem sagen, ey, erkunde mal den Süden hier? Was ist denn hier zum Beispiel? Unser Entdeckerhochsitz. Entdecker erschließen neue Gebiete und das Lager und begeben sich auf Expeditionen in die Außenwelt. Ja, machen die das automatisch? Oder ich meine schon, ne? Oder muss ich denen das irgendwie... Ah, guck mal hier, da kann man die das kann man hier... Ah, das ist ja interessant. Guck mal, Leute, ich kann mir anzeigen lassen, wo das Licht... leuchtet, welche Lichtstärke sozusagen. Das ist gar nicht schlecht. Was davon alles beleuchtet wird, das ist sehr gut auch, um zu wissen, wo man weitere Fackeln eventuell aufbauen kann. Ja. Dann verschwindet so die Dunkelheit, aber das ist schon nicht schlecht. Ja, den Filter sollten wir uns merken. Der andere Filter ist Interaktion, da sieht man die schlafen, der holt Bretter. Der träumt von Getreide oder was, keine Ahnung. Nee, wisst ihr, was mir wichtiger ist, bevor wir was Neues entdecken? Die Forschungspunkte. Ich werde, bevor ich jetzt das ganze gute Holz ausgebe dafür, werde ich erstmal das Forstwesen. Hoffentlich kann ich das. Das können wir nämlich gleich machen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht... Doch, das kann ich hier schon machen. Das sollte ich vermutlich auch machen. Das ist auch gut. Ah, wir fangen damit an. Wir sparen den Holz, das Holz. Wir sparen den Holz. Und... Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit das Feuer angehabt. So. Und wenn wir hier 90 haben gleich und dann ist es soweit, dann werden wir... schön aufforsten. Und das ist wichtig, das Aufforsten ist so wichtig. So wichtig. Guck mal, hier sieht man das. Noch besser als am Tage. Bis wohin der Fackelschein dringt. Oh Gott. Das Ende ihrer Reise. In der Nähe unseres Lagers finden wir eine sterbende Fremde.
Ihre zerschlissene Kleidung ist von Schlamm verdreckt und an ihren Füßen trägt sie seltsame, blutgetränkte Lederbandagen. In ihrer Hand hält sie einen kleinen Gegenstand aus Kupfer, dessen Zweck wir nicht ergründen können. Die Frau hat kaum noch Kraft zum Sprechen. Sie bittet uns darum, das einstmals verlorene Wissen zu wahren, das sie unter großer Mühe zusammengetragen hat. Bitte, die Erbauer, es darf nicht verloren gehen. Nicht nach all dem. Ihre flache Atmung lässt darauf schließen, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. So, jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Wir können sie nach ihrem Kupferhandwerk fragen. Kupfermenge für Verbesserung minus 20%. Die sind noch nicht im Kupferzeitalter. Forschungskosten für Verbesserung minus 15%. Sehr attraktive Option, weil wir gerade dabei sind, genau das zu tun. Rückerstattete Ressourcen beim Abriss eines Gebäudes. Nee, ich habe keine Planungsfehler gemacht. Das ist nur für Leute, die ihr Dorf nicht vernünftig planen. Oder wir können natürlich neugierig sein und sie fragen, was ist hier eigentlich widerfahren? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und ich sehe auch im Chat, ihr seid einig. Eigentlich müsste ich, wisst ihr was? Eigentlich, wenn ich das jetzt so Roleplay-mäßig auf die Spitze treiben wollen würde, könnte ich jetzt sagen, nur wer im Dorf wohnt, darf jetzt auch mit abstimmen. Aber das ist allen anderen gegenüber ja fies. Deswegen, wir machen das hier. Forschungszack. Geil. Das bedeutet, wir können jetzt schon... Oh, wir haben jemanden verloren. Irgel. Aber wir können jetzt schon endlich das Forstwesen machen. Da sehen wir es nämlich. Es ist jetzt schon günstiger geworden. Und warum darf das nicht passieren? Muss ich erst das hier dann doch machen? Warum? Mist, möglicherweise muss ich das hier, das wahrscheinlich zumindest vorher machen. Oder wie, oder was? Voraussetzung Stufe 2, aber... Ach, wir haben das noch gar nicht. Wann kriege ich das denn? Muss ich erstmal alles von Stufe 1 machen, oder wie, oder was? Das kann ja auch ewig dauern. Oh. Das kann ja wirklich sehr lange dauern. Ich bin natürlich jetzt... Warte. Also bei Stufe 1 ist ja auch so ein Häkchen. Ach, ich muss erstmal grundsätzlich, jetzt verstehe ich das, ich muss Stufe 2 erstmal grundsätzlich freischalten und das kostet mich 135. Okay, das heißt, ich muss erstmal dafür bezahlen, überhaupt hier was ausbilden zu dürfen. Na, da ist der Plan ja erstmal auf Eis gelegt. Aber dafür haben wir jetzt das gemacht, das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt kriegen wir da ein bisschen besser Forschung. Und das ist ja auch okay, Holzfällerhütte Herstellungszeit ist ja auch gut. Wir haben nichts verschwendet, keine Sorge, wir haben es nur ein bisschen vertagt. Oh, das Feuer brennt. Das war natürlich unnötig. So, ihr müsst alle schnell arbeiten gehen. Ich könnte auch eine Fackel natürlich hier beim Holz machen, dass sie da weiter produzieren. In der Nacht. Vielleicht lohnt sich das jetzt mit schnellerer Produktionszeit auch. Der Weg ist sehr weit. Ah, ne, warte mal. Wo legt er das Holz ab? Er legt es in der Hütte ab. Oder? Ah ne, okay. Er holt die Stämme und dann macht er aus den Stämmen Bretter, glaube ich. Und die Bretter bringt er dann hier hin. Vielleicht sollte ich dann irgendwann nochmal einen zweiten Vorratsplatz bauen. Ey, Leute, kommt zurück. Brennt doch nicht. Bitte rennt doch nicht in die Dunkelheit hinein. Wisst ihr denn nicht, was das bedeutet? Es könnte euer Tod sein. Wir haben hier keine ausgewählten Arbeiter, aber wir haben auch leider leichten Schwund hier. Im leichten Schwund. 25 Forschungspunkte. Nur noch 19 Leute im Dorf. Ich könnte eventuell, was könnte ich dann mal stilllegen für den Moment? Wir haben 2 Arbeiter in der Steinhütte. Was brauche ich denn? Euch Stein für die Verbesserung? Nö, eher weniger, ne? Nee, vielleicht sollte ich die Steinhütte mal kurz pausieren. Und die frei gewordene Arbeitskraft, die investieren wir mal in andere Dinge, wie zum Beispiel vielleicht hier rein. Oh no, it's night again. Wir verlieren langsam die Leute, aber nicht die Hoffnung. Solange wir Hoffnung haben,
Brauchen wir auch nicht so viele Leute. Der haut schon wieder ab. Gibt es einen Knopf, dass man sagt, in der Dunkelheit sollen die einfach alle da bleiben, wo sie sind und sich ans Feuer setzen? So, der Tag ist wieder da. Ich glaube, mit dem Horn müsste das eigentlich gehen. 122, 41. Wir könnten... Ne, wir haben nur 19 Leute. Keiner ist arbeitslos. Bringt nichts, jetzt noch eine weitere Werkstatt zu bauen. Hier arbeitet ja nicht mehr jemand. Ich sollte eine Holzfällerhütte schließen, damit... Da. So, Fischkutter Willi ist jetzt hier in der Werkstatt aktiv. Wichtig, wir brauchen jetzt... Oh Gott, geht schon wieder los. Kra, kra. Okay. Alle einfach hier bleiben. Ihr müsst ja nichts produzieren. Bleibt einfach am Feuer, bitte. Seid so nett, bleibt am Feuer. Lauft nicht davon. Da laufen sie davon. Ich hatte gerade gesagt, lauft nicht davon. Das interessiert die nicht. Diese Respektlosigkeit. Das ist einfach unverschämt. Ich sag's, wie es ist. Endlich sagt's mal einer. Ist unverschämt. Ein Mann der klaren Worte. Wir haben 63. Wir brauchen richtig viel Forschungspunkte. Ich habe schon das Gefühl, vielleicht setze ich auch zu viel Hoffnung da rein, dass die Wiederaufforstung ein Gamechanger sein kann. Dann müssten die Waldbestände wieder näher an unsere Dorfgemeinschaft kommen. Also alles, was hier braun ist, ist, glaube ich, eigentlich Waldgebiet und ihr seht, das ist, die Wege sind so weit und das ist Quatsch. Wir müssen ganz dringend hier, wir brauchen das jetzt. Wir brauchen diese Aufforstung. Wir brauchen die Aufforstung. Nein! Eine Überschwemmung! Aber wir haben hier keine Gewässer. Hier ist kein Wasser. Okay, herrlich. Es gibt einfach kein Wasser. Da ist ein bisschen Wasser. Das ist aber nur so ein kleiner dreckiger Tümpel. Ja, das ist dann mir doch egal. Hier ist ein kleines bisschen Wasser. Mit so Fröschen, das ist aber eher Sumpf. Sumpf. Nö, das ist mir egal. Das ist mir egal. Das juckt mich nicht. Das bringt mich nicht um den Schlaf. 19 Leute, wir müssen... Wo sind die denn alle hin? Was soll denn das? Es regnet von oben, ja, aber eine Überschwemmung, die wird sich nicht einfach so aus dem Nichts bilden. Da muss ein Fluss vorhanden sein oder irgendein Gewässer bereits und dann... ich baue nochmal eine weitere Hütte. Und dann werde ich ein weiteres, eine Holzhütte hier zu Basa ist ab jetzt... Oh no. Tsubasa ist ab jetzt Forscher. So, kommt nach Hause. Ihr auch, kommt nach Hause. 18 nur noch. Wieso wird das denn immer weniger? Das ist doch Quatsch. Warum seid ihr denn auf einmal alle so unzufrieden? Ditcher. Puh. Oh, die sind alle unzufrieden. Aber warum? Was fehlt dir denn? Das spirituelle Bedürfnis, Schlafbedürfnis, Nahrungsbedürfnis, ist doch alles da. Wo ist euer Problem? Das Nahrungslager ist voll. Geh doch einfach dahin und hol dir was. Sei doch nicht so. Da. Holz fehlt. Ist doch alles da. Holz hast du hier. Also ein bisschen Eigenverantwortung kann man, finde ich, auch verlangen. Komm du auch mal nach Hause. 18 Leute, das gibt's doch nicht. Mir kommen die Leute abhanden hier. Hilfe, Hilfe. Das ist ja fürchterlich. Alle hauen ab. Ich glaube, ich muss noch mal so einen Tanz machen. In der nächsten Nacht mache ich nochmal so einen eifrigen Tanz. Unruhen. Ja, also. Oh, jetzt kommt der Regen. Nee, ist das schon der Regen? Aufstand!
Wie bitte? Die Unzufriedenheit hat überhand genommen. Es kommt zu einem Aufstand. Wir können nichts dagegen tun. Warum? 4 Gebäude werden zerstört. Fuck. Schadensmeldung. Schadensmeldung. Herr Bürgermeister, wir haben folgende Gebäude verloren. Die Steingrube ist weg. Dann wahrscheinlich diverse Holzhütten. Was ist noch weg? Bauernhof ist da, die Jagdhütte ist weg. Also der Steinbruch, die Jagdhütte. Die Werkstätten sind zum Glück da, die sind nämlich teuer. Ja gut. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Ich sollte aber trotzdem dringend... ist doch alles irgendwie auch ein Stück weit noch zu verschmerzen. Finde ich. Machen wir erstmal das hier. 90 Holz. Nee, ich will das jetzt hier haben. Das kostet voll viel. Ich werde jetzt tanzen gehen. Wenn die Nacht hereinbricht, werde ich tanzen gehen. Was haben die denn? Warte, was ist das für ein Bedürfnis, was sie da haben? Nach Feuer. Nee, das könnt ihr euch in der Nacht holen. Tagsüber müsst ihr arbeiten. Das ist einfach so. Ihr müsst ein bisschen Holz hacken und forschen und alles. Die laufen herum wie die Hühner. Was ist denn mit denen los? Okay, ich mach das Feuer an. Ganz offensichtlich drehen die mir sonst durch. Aber nicht alles. So, und jetzt wird hier gedanced. Dance with somebody. I wanna feel the heat. So, warte. Warte. Wir sind bei 18 Leuten. Wir müssen einen Dance machen. Wo konnte ich denn nochmal den Dance machen? Wo waren das nochmal? Wir kommen nicht voran. Oh, warte mal, doch hier. 50-50. Neue Verbesserung. Ah, wir können eine Verbesserung. Toleranz plus 2. Grünarzneiwahrscheinlichkeit, Offenheit für Erfahrungen bei Einnahme von Arzneien um 1 zu erhöhen. 1%? Nee, wir machen das hier. Toleranz plus 2. So, jetzt haben wir da was nämlich freigeschaltet. Und Gewissenhaftigkeit und Toleranz sind verbessert. Da haben wir jetzt ein bisschen, aber da haben wir noch nichts. Das ist jetzt voll. Okay. Bleibt doch mal hier bitte. Kommt alle zurück. Alle bitte zurück zum Feuer. Es regnet so fürchterlich. Ich kann keinen Tanz machen. Da kann ich das vielleicht dann nur während der Dunkelheit? Oh, guck mal hier. Da sehen wir eine Entwicklung. Freiheit, Ordnung, Einfluss, Zunahme, 17%, Stammeswachstum, Verhältnis zu allen Gruppen. Okay, hier geht was voran, plus 5,2. Sehr gut. Wir brauchen Grünarzneien, aber da arbeitet doch, hier der Löschhamster arbeitet da. Das ist ja gut. Warum hauen die alle ab? Was ist los? Doch gesagt, ihr sollt beim Feuer bleiben. Das sind die alle nicht. Hier muss ich eigentlich auch nochmal eine Lichtquelle hinsetzen. Die müssen so weit weg. Arbeit, Arbeit, los. Mehr Arbeit. Oh nein, die Überschwemmung beginnt. Dunkle Wolken haben sich über uns gesammelt. Sie haben heftige Regenschauer mit sich gebracht, wie wir sie noch nie erlebt haben. Der Regen bedroht unsere Flammen, mit jeder Stunde steigt das Wasser und gefährdet unser aller Leben. Unser Lager darf den Fluten nicht zum Opfer fallen. Haltet das Wasser fern! Also, Unzufriedenheit der Stammesmitglieder bei seichtem Wasserstand 5%, bei mittlerem Wasserstand
10%. Bei hohem Wasserstand 15%. Lichtquellenreichweite ist reduziert, minus 2. Lichtquelle gelöscht bei mittlerem Wasserstand und bei hohem Wasserstand ist die Lichtquelle gelöscht. Das ist dann der Untergang. Das müssen wir verhindern. Herstellungszeit ist auch stark angehoben. Wir sind in einer Krisensituation. Nur die kluge Hand des Bürgermeisters kann jetzt die Katastrophe noch verhindern. Achtung, ach du Scheiße. Achtung, bitte alle zurückkommen. Niemand darf ins Wasser und das Feuer wird entzündet. Haben sehr wenig Holz. Holz ist Mangelware. Achtung, Holzabteilung. Das Holz ist alle. Ach du Scheiße. Bitte kommt alle nach Hause. Chili Vanilli. Kleine Gefahr. Das Wasser steigt in einem Tag. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt relativ schwierig werden dürfte. Verzerrte Spiegelung. Einige Stammesmitglieder starren in die Flutwasserlachen im Glauben, dass ihnen etwas wartet. Das sind keine bloßen Pfützen, sondern Tore, Bruchstücke der Untiefen, behauptet Pumpkin Cake 21. Bruchstücke der Untiefen, wiederholen die anderen sehnsüchtig. Sollen sie das Wasser doch bewundern, oder? Hört auf mit dem Unsinn! Was machen wir? Stammeseffekt, Trost aus der Tiefe, Angst der Stammesmitglieder minus 10, Unzufriedenheit der Stammesmitglieder minus 10, Chance auf Tod durch Wasser plus 20%. Oder... Achso, ja gut. Ehrlich gesagt, sollen sie das Wasser doch bewundern, das ist mir doch relativ egal, wenn das euer Ding ist. Jeder hat sein Ding, ne? Dann ist das bei euch halt das. Es wird schwer werden, das zu überleben. Ich sag's, wie es ist. Ist das jetzt nicht sogar schon noch Tag? Oder ist es Nacht? Man kann es schon gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Alles, was ich weiß, ist, wir brauchen Holz, 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 Holz. Wir haben 145, das heißt, wir können Stufe 2 freischalten. Es ist geschehen. Und jetzt können wir bald das machen. Und dann wird alles besser werden. Das ist der entscheidende Moment. Wenn wir neue Bäume pflanzen, dann haben wir immer genug Holz und dann haben wir genug Licht. Und wenn wir genug Licht haben, haben wir keine Angst. Und wenn wir keine Angst haben, dann können wir arbeiten und leben und einfach nur sein. Das Wasser steigt und steigt und steigt. Wir haben nur noch 99 Holz. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das Wasser steigt in einer Stunde. Das Wasser ist geschehen. Die Fluten steigen an. Das Wasser steigt. Und es wird für uns immer schwieriger, es im Schach zu halten. Es ist, als ob eine dunkle Macht das Land ertränken will. Aber vielleicht ist das nur Einbildung. Wir werden das überstehen. Oh, ho, ho, ho. 44, wartet, 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 44. Nein, 77. Aber bald haben wir es geschafft. 111 Holz, mehr Holz, mehr Holz. Wir befinden uns mitten in einer riesigen Sturmflut. Wo ist Noah, wo ist die Arche? Können wir das schaffen? Wir haben immer noch 18 wackere Stammesbewohner, die sich nicht unterkriegen lassen. In der Werkstatt wird weiter geforscht. In der Farm wird weiter gefarmt. Erneut kommt die Nacht mit all ihren Schrecken. Das Wasser steigt ein Tag und 12 Stunden. Das ist ja einfach frech. Guck mal, jetzt ist das Wasser schon hier. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Es kommt immer mehr, es kommt immer weiter.
Oh je, das Holz, es schwindet. Wie ein Baum, der nicht mehr rindet. Der letzte trockene Korridor. Die letzte Lebensader, der Versorgungsweg, durch den das lebensnotwendige Holz, die Leibspeise des Feuers, unseres größten Verbündeten und gleichzeitig unseres größten Feindes. Holt ran das Holz, denn Holz ist Leben. Eieieiei. Zu wenig Holz, jetzt kommt die Nacht. Ich lasse es halt auch Tag und Nacht brennen. Das könnte gleich ein massives Problem geben. Aber wir haben original einen dazu bekommen. Der wurde angeschwemmt. Das muss Treibgut gewesen sein. Wir haben einen Bewohner dazu bekommen. Ah, oh, da ist das Ende der Flut. Oh, können wir es noch irgendwie schaffen? Erstmal müssen wir jetzt hoffen, dass der Tag... Ist es jetzt, haben wir jetzt Tag? Man kann ja gar nichts mehr erkennen. Ich muss für einen Moment mal das... Oh, nein, die Überschwemmung wird schlimmer. Der Regen will nicht enden. Mehr und mehr vom Land wird von der Überschwemmung getilgt. Außerdem brachte die Flut etwas Furchtbares mit sich. Etwas Tödliches, das unter der Wasseroberfläche lauert. Bleibt auf dem Trockenen! Keiner geht ins Wasser! Holt das Holz ran! Ohne Holz werden wir die nächste Nacht nicht überleben! Wir haben kaum noch Holzfällerhütten! Die sind alle unter Wasser. Wir müssen vielleicht... Na, aber die sind nicht unter Wasser. Aber wir kommen ja gar nicht mehr an Holz ran. Die Zugangswege sind blockiert. Was sollen wir tun? Hilfe. Hilfe. Ich glaube, was kostet mich hier so eine... Warte mal. 18 Mark. Ich baue mal da noch eine Fackel. Es muss sein. Man denkt sich vielleicht, jetzt ist er wahnsinnig. Aber das ist der einzige Weg, den ich habe, um noch an Holz zu kommen. Scheiße, ey. Fuck, ich hab kein... Was ist los? Ey, warte mal, was ist denn los? Mach doch das Holz an. Wie, nicht genug Holz zum Entfachen des Feuers? Nein! Mein Lager ist überschwemmt, oder was? Die kommen nicht ans Lager, die kommen nicht an den Vorratsplatz. Shit, das ist das Ende. Das ist das Ende. Vielleicht gibt es noch irgendetwas, was ich tun kann. Schlafdauer, das Feuerlichtstärke, innerer Radius. Werkstattarbeiter plus 1. Okay, geil. Oh. Bauernhüttegebiet. Ah, ich hatte mir das vorgenommen. Wir haben Holz. Nee, ich kann das nicht ausgeben, weil das kostet 45 Holz. Aber die große Tragödie unserer Zeit ist doch, dass wir nicht an das Holz kommen, weil die Vorratshütte, diese hier, offensichtlich von den Fluten geschluckt wurde. Oder wie oder was? Nee, ist sie doch gar nicht. Aber wo ist denn das Holz? Ist das Holz in den Holzfällerhütten noch oder wie? Vielleicht muss ich diese Holzfällerhütten ab. Ist das meine letzte Möglichkeit, diese Hütten abzureißen? Hier ist, guckt euch das mal an. Ich glaube, ich muss anfangen, Sachen abzureißen. Und zwar fange ich an mit den Sachen, die... Was ist hier? Ich reiß dich ab. Ich kriege dadurch Holz. Ich reiß dich ab. Ich erhalte Holz. Ich reiß alles ab. Ich reiße auch
Die Forschungshütten sind nicht lebensnotwendig. Es ist einfach kompletter Überlebensmodus. Wir haben 144 Holz. Ich weiß nicht, ob sie an das Holz rankommen. Das ist die große Frage. Sie kommen nicht an das Holz ran. Warum? Weil die da oder was oder wie oder was. Los, Leute, es muss doch möglich sein. Bleibt bei uns, bleibt standhaft. Nein, oh nein, oh nein. Sie kommen nicht ans Holz. Große Gefahr, große Gefahr. Oh, oh. 14 Bewohner. Oh ja. Aus irgendeinem Grund? Oh, die sind richtig fertig einfach nur. Es ist Tag. Es ist etwas Tag. Aber es bringt so nichts. Aber hier ist doch die Vorratshütte. Wo ist das Problem? Die Vorratshütte ist doch noch komplett in Ordnung. Die ist doch noch wie neu. Warum? Warum? I don't understand. Hier ist doch der Vorratsplatz. Wo ist das Problem? Ach was, das geht jetzt auf einmal, oder wie? Ha 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 ha! Bald ist die... Ja, die Überschwemmung ist bald vorbei. Wir haben nichts mehr zu essen. Jetzt haben sie auch noch Hunger. Jetzt haben sie auch noch Hunger. Vielleicht, wenn ich noch eine Jagdhütte baue, ob ich die... Wo ist die Jagdhütte? Die ist kaputt gegangen, ne? Oder? Ja. Die Jagdhütte ist kaputt. Ich muss eine Jagdhütte bauen. In der Hoffnung, dass... da noch irgendwas passiert. Wir haben noch 13 Leute. Psch. Leute, Leute. Wenn wir das überleben, sind wir in Akt 3. Müsste eigentlich so sein. Der Regen hat endlich aufgehört und das Wasser zieht sich zurück. Aber wir können erst feiern, wenn diese Überschwemmung tatsächlich vorbei ist. Okay, 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 noch ein klein wenig länger. Wir müssen essen, 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 essen. Wir brauchen Essen. Jetzt verhungern die alle. 13 Leute. Kann es denn sein? Warum gehen sie... Ja! Ja, 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 das Wasser geht weg. Da, wenn wir da hingekommen sind, müssen wir vielleicht in Akt 3 sein. Ich weiß es nicht. Können wir vielleicht eine kleine Nahrungslieferung oder so bekommen als Zeichen der Dankbarkeit von irgendwem? Oho! Die Überschwemmung ist vorbei. Die letzten Reste des Wassers sind verschwunden und das Land gehört erneut uns. Wir haben eine neue Chance, etwas aufzubauen, zu wachsen und stärker zu sein als je zuvor. Leute! Akt 3 erreicht! Zu Beginn machen wir uns keine Sorgen um die Gruppen, die sich im Stamm bildeten. Wir hießen ihre Beiträge sogar willkommen. Doch wir waren wie Ertrinkende, die vor dem steigenden Wasser die Augen verschließen. Vielleicht lauern die dunkelsten Schatten nicht außerhalb unseres Lagers, sondern mitten unter uns. Effekte im Akt. Reizbarkeit. 25% Unruhe. Erkundung. 100%. Sehr gut. Auswirkung von Philosophien. 50%. Stammeswachstum ist erhöht. Und die Spiritualität, der Intervall für Bedürfniserhöhung, ist runtergesetzt. Okay. Leute. Wir haben Akt 3 erreicht. Wir haben massiven Nahrungsmangel. Und wir haben wenig Holz. Aber wir haben original 12 Leute in Akt 3 gerettet. Und ich finde, das ist eine ziemlich sensationelle Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, ich glaube, niemand hätte es gedacht, dass wir bei unserem ersten Spiel direkt in Akt 3 kommen. Das ist ein wahnsinniger Erfolg. Wenn ihr der Meinung seid, Nils, ich bitte dich, das ist doch alles überhaupt nicht so schwierig, das kann doch jeder, dann würde ich euch doch mal vorschlagen, dass ihr das selber ausprobiert. The Tribe Must Survive ist im Early Access auf Steam und ich freue mich sehr über die Kooperation mit dem Publisher Starbreeze und ihr könnt das gerne selber mal ausprobieren. Das sind deutsche Entwickler, also support your local developers
und gebt dem Ganzen mal eine Chance. Guckt euch das an, wie gesagt, auf den Link klicken im Chat mit dem Command. Oder ihr könnt das natürlich auch auf der Twitch-Seite mit dem Panel machen. Einfach mal draufklicken und ihr kommt direkt auf die Seite dieses Spiels. Genau, und es ist natürlich noch eine Early Access Version, also ihr seht das ja auch bei einigen Menüs, da kommt noch mehr dazu, Work in Progress, da werden immer noch mehr Infos oder mehr Features kommen, aber es macht in jedem Fall Spaß, es ist sehr herausfordernd und ich bin ein bisschen stolz, dass wir in Akt 3 gekommen sind tatsächlich. Und ich werde euch noch einmal ganz kurz feierlich vorlesen, wer von euch es geschafft hat zu überleben, meine Damen und Herren, Herr PS, Gesa sagt, Festeinstellung, Snake Killer, Ditcher, Pumpkin Cake, Löschhamster, Ibims, Bimsi. Oh, Lutefs, der ist neu. Ne, der ist nicht neu. Lutefisk Viking, der ist überhaupt nicht neu. Den haben wir von auch umbenannt. Placebo Wolf. Placebo Wolf. Placebo. Placebo Wolf. Lynx und. Aber Gregovo Kokopuf ist neu. Das ist der neue. So, ihr habt es geschafft. Ich gratuliere euch ganz herzlich für eure Zähigkeit. Eure Hartnäckigkeit, euer Überlebenswille hat euch bis in den dritten Akt geführt. Ihr habt euer Volk wahrlich vorbildhaft repräsentiert. Vielen Dank fürs Zusehen. The Tribe Must Survive endet erfolgreich, ohne Niederlage. Unser Stamm lebt noch und das ist fantastisch. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.